Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum ersten Mitglieder-Event in Minecraft. Das heißt, hier können alle Mitglieder mitzocken. Wenn ihr selber auch mitmachen wollt, dann müsst ihr noch Mitglied werden. Da ist der Link in der Videobeschreibung, wo ihr das werden könnt auf meinem YouTube-Kanal. Also alles auf YouTube. YouTube-Mitglied heißt das. Team Banks heißt das Ganze. So, wir haben großen Dank an einmal den Schummel. Der müsste irgendwo rumfliegen auch. Da hinten ist er, der Schummelmeister. Der hat nämlich das Ganze für uns umgesetzt. Wir haben außerdem noch ein weiteres Teammitglied, der die Armor++-Expansion gemacht hat. Die sollten alle von euch kennen. Das ist der Modio, aber ich glaube, den werde ich jetzt hier nicht so schnell finden. Vielleicht werden wir ja noch im Battle den dann kennenlernen. Wir spielen das Random Item Lava Event. Das heißt, wir bekommen alle 10 Sekunden ein Random Item oder Block hier. In der Ecke bin ich. Ich hoffe, ich werde nicht direkt rausgekillt. Ist krass, dass nicht einer fehlt. Jeder Block ist gefüllt. Das ist crazy, zumindest kein. Ziel ist es, als Letzter zu überleben. Man hat nur ein Leben. Das ist Hardcore. Wir schauen, dass wir der Letzte sind, der noch lebt. Ich gehe jetzt auf meine Stelle hier, Leute. Hoffe, dass ich gute Items und gute Blöcke kriege und dass der Froschheimer und der Schwarz-Weiß-Heimer mich hier nicht direkt wegtargeten. Also wir gucken mal, das ist ein leerer Spot. Okay, Leute, wir sind ready, wir gehen auf unsere Position und lassen Like da, Abfahrt. Es geht los, Leute, in 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich habe eine angelaufene Kupferleuchte. Zwei Spieler, achso, ich glaube, die war von Anfang an nicht dabei. Okay, die platziere ich einfach hier. Ich gehe auf den nämlich, ich werde den platt machen. Netherite-Barren, das ist ehrlich nicht schlecht, glaube ich. Vielleicht ist es besser, sich erstmal rauszuhalten. Erstmal ein Eckheimer. Ofen ist ehrlich nicht schlecht. Okay. Ja, okay, warte, Akazien, so. So, nee, das ist nicht so gut. Eine Werkbank ist halt big, ne? Du könntest eine Werkbank, also ich hebe mir das Holz auf, ich platziere das doch nicht. Eine Netherite-Hacke, die macht zumindest Damage, Leute, sage ich ehrlich. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Junge, der geht direkt in den Attack-Modus, der Psycho. Guckt ihn euch an. Oh mein Gott. Okay. Ich gehe hier direkt auf jeden Fall in die äußerste Ecke. Das könnt ihr aber wissen, Junge. Der schreibt da in Banks auf das Schild. Das ist geil. Oh, da sterben die Ersten. Okay, das ist crazy. Gemeißelter Tupfstein. Okay, ich bin ja wirklich in dieser prime-safen Ecke hier. Könnt mir gar nichts, Alter. Lasst mich in Ruhe. Ich bin hier mit meiner Netherite-Hacke. Es ist alles erlaubt. Griefing, Kill. Nur Team ist nicht erlaubt, ey. Junge, er will mich angreifen. Nein. Dia-Block. Oh mein Gott. Boom. Nein. Wartet. Das wollte ich nicht. Abbauen. Bitte nicht in die Lava. Oh mein Gott. Boom. Ja, ich könnte eine Dia-Chestplate. Oder Helm und Schuhe. Ich glaube, Chestplate ist am klügsten, oder? Guck mich an. Bam, ich habe eine Dia-Brustplatte. Zack. Nice. Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab so OP-Loot, Alter. Ich hab so viel Luck. Oh mein Gott, ich hab eine Diabrusplatte und ein Eisenschwert. Das ist eigentlich wirklich todesillegal eigentlich sogar, ne? Oh mein Gott, Finn, der Erste, der einen direkten Kill gemacht hat. Der hat einen Wassereimer irgendwie bekommen. Ich glaube, der hat Eis bekommen, was er abgebaut hat. Zack. Okay. Wir halten uns zurück. Finn mit der als Top-Killer den ersten Kill. Ich glaube, wenn du aber jemanden in Lava schießt, dann zählt das nicht als Kill, ne? Das heißt, es ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Rangliste, weil es sind schon 6 Leute tot, aber ich glaube, die meisten sind halt in Lava gefallen. Okay, ich habe gerade nochmal Rücksprache gehalten. Wenn du jemanden in Lava schlägst, dann soll das wohl als Kill zählen. Also Finn hat wahrscheinlich jemanden in Lava geschlagen. Sind ja auch erst, aber das heißt ja, dass, okay, ein paar sind vielleicht auch rausgeflogen wie ein Internetproblem, aber das heißt ja, dass minus den einen Kill plus den, nee, 92 Leben. Ja, das heißt, 7 Leute sind einfach so in Lava gefallen. Wie kann man denn in Lava fallen? Oh, warte, ey. Oder rausgeflogen. Oh, der zweite Kill. Adventures mit dem Kill. Okay, er hat Just Me gekillt. Seht ihr auch im Chat. Oh, der nächste Kill. Jetzt geht's langsam ab. Ich spam hier die Betten. Ich habe auch guten Stuff, ne? Ich sollte in die Richtung gehen, weil dann ist Water. Da kann ich direkt ein paar Leute ausscheiden, sag ich mal. Ja, okay. Wir gehen in den Angriffsmodus, würde ich sagen. Ich mach diesen. Ja, ich hätte Stufen machen sollen, ne? Aber ist egal. So. Ja, du hast nicht von der Rüstung, Kollege. Ich werde dich so auseinandernehmen, Kollege. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid. Er hat sich selbst angezündet irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, der wird halt sterben, oder? Ich brauche schnell einen Block. Ich will den Kill. Attacke! Ah! Ey, du Arsch! Der will das TNT zünden. Ich habe Angst. Der darf mich halt nicht runterschlagen, ne? Ich kann die Blöcke abbauen. Ich gehe halt auf das Wasser, das ist am safesten, oder erstmal? Ich habe nicht Angst, dass der mich in Lava schlägt.
Ich habe eine Diabrustplatte. Komm her, Kollege. Komm. Jetzt klingelt es an der Tür. Ich habe keine... Hey, der baut sich hoch. Das ist kriminell. Okay, warte, dann machen wir... Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt von hinten mir den Rücken schlägt. Ne? Wir machen hier auf sicher, Yamin. Ja. Der hat einen Endcrystal, der Psycho. Aber wir bräuchten... Oh, ich habe eine Kanne. Ich habe Essen. Okay, Essen ist nice. Kann ich da hochschwimmen? Das geht. Oh mein Gott. Big. Nein, Bruder! Ich hatte dich, Alter. Was ist das da? Alter, die sind da so am Fighten, ne? Ich muss halt aufpassen, dass der mich nicht in Lava prügelt jetzt, ne? Der schmeißt irgendwas runter auf mich. Hey, der hat einen Goldapfel! Der gibt mir seine Sache, damit ich ihn nicht töte. Aber es tut mir leid, Kollege. Da kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Ja! Der eine baut sich da wirklich dieses Gigamäßige hoch, ne? Mann! Jetzt, Big. Nein, der hat den Goldapfel gegessen. Boom. Top-Killer Dr. Banks mit 2 Kills, zusammen mit Real Noob. Der hat einen Dia-Axt. Oh, oh. Dia-Axt heißt Überdamage tatsächlich. Muss man ein bisschen. Oh, warte mal, ich könnte den Endcrystallen. Nee, okay, egal, egal. Es wird zu risikobehaftet. Pick einen Kopf, können wir aufsetzen. Wieso nicht? Reduzieren. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht von hinten in den Rücken geschlagen bin. Nee, der hinten baut sich ja, der macht, also viele machen einfach die Hochbautaktik, ne? Ich check, 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 okay. 78 Leute leben noch, es geht weiter. Oh, ich habe meinen eigenen Kopf! Ja, aber den habe ich ja sowieso, oder? Okay, ich würde sagen, wir gehen da auf den nächsten Kill. Aber das ist jetzt sehr, sehr risky. Bisschen, ach, von da oben. Bisschen, Eisen für Dingsbums wäre auch geil, ne? Der schmeißt mir sein Brot hin. Boah, wenn du hier einen Bogen hast. Okay, da brauchst du aber zusätzlich auch Pfeile. Ist gar nicht so einfach, den zu stacken. Der hat ein Schild. Schild ist sehr, sehr strong. Weil ich habe ja nur ein Schwert. Ich kann ihn ja gar nicht angreifen da, ne? Warte mal hier. Der schmeißt mir seinen ganzen Krabbel. Das wird er doch brauchen gleich. Ich werde ihn nämlich gleich angreifen, wenn er sich umdreht. Oh, der hat eine Dia-Axt, Alter. Ich muss ihn eigentlich hier hin locken. Der schreibt, kannst du mich bitte nicht killen. Nee, ach, das ist sogar er, glaube ich. Hier ist man auch safe, ne? Hier ist schon geil auch. Ich bleibe erstmal hier. Ich habe 2 Kills gemacht. Ich mache das mir jetzt einen taktischen, Leute. Boah, das sieht schon cool aus. Guckt euch mal an hier, ne? Er hat eine ganz komische kleine Insel, ne? Er hat eine Elytra. Oha, Alter. Elytra ist ja komplett OP. Das ist sogar übel OP. Wenn du dich hochgebaut hast, kannst du einfach fliegen, ne? Musst halt nur aufpassen, dass du nicht in... aber hier ist die einzige Wasserquelle auf dem Server, ne? 72, es wären schon peu à peu weniger, Leute. Es werden halt viele 2 Kills jetzt haben, ne? Man muss halt auch ein bisschen schauen, dass man sich ausrüstet. Man kann sich natürlich auch mit Kills ausrüsten. Ich schmeiß mal alles weg, was ich nicht brauche. Weg, weg. Ja, vom Prinzip her kann das auch alles weg. Das brauche ich, das kann weg, das kann weg. Das macht 4... Ey, jo, 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 jo. Er hat mich mit irgendwas beschmissen, glaube ich, ne? Okay. Das sind Blöcke, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das ist ein Block, das kann weg, das kann weg. Das ist Essen, aber ich glaube, wir kriegen eh keinen Hunger, so wie ich das checke. Ja, das kann vom Prinzip auch weg. Schalkerkiste, ja. So. Jo, 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 jo. Ah, der Lacker. Er hat einen Dreizack. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Ja, der killt mich. Ja, ich bin tot. Ja, ich komme nicht an ihn dran. Ich bin absolut weg. Nein! Der hat mich mit dem Dreizack auseinandergenommen. Mein Dreizack ist so OP. Oh Mann, ey. Das hat der übel gut gemacht. Jo. Oh, jetzt. Easy Class gegen meinen Killer. Ja. Aber Dreizack ist halt crazy, ne? Bin gespannt. Wer gewinnt das Battle, Leute? Wer gewinnt hier? Mann, ich hätte mich einbauen müssen. Ich hab's nicht gecheckt. Mann, aber Dreizack. Wieso kriegt der auch einen Dreizack? Ein Dreizack ist übel strong. Mann, ey. Komm, Easy Class, du musst mich rächen. Zeig, was du drauf hast. Ja, 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 komm, Easy Class. Komm, komm, komm. Ja, du hast bis auf der Mission. Aber der hat einen Dreizack. Wieso schmeißt der jetzt? Ach, der hat seinen Dreizack verloren. Ich glaube, der hat seinen Dreizack verloren. Der hat da doch eine Dia-Axt, ne? Ich denke, der hat seinen Dreizack in die Lava geschmissen. Weil sonst würde er ihn jetzt ja benutzen. Ah, er hat einen Wassereimer. Okay, Wassereimer ist extrem strong. 58 Leute, noch Hälfte ist weg. Mann, ich hätte das besser machen können. Ich hätte mich einbauen müssen. Ne? Ich bin da wie ein NPC durchs Wasser. Kommt der hilflos? Wenn der den... Ich hätte ihn ja einsammeln können sogar, ich Vollidiot. Der hatte ja keine Loyalität oder so. Ah, Mann, das hätte ich so viel besser spielen können. Easy Glass Fetzi. Oh, der hat aber Equip auch, ne? Holy moly. Ein Schild wäre so safe gewesen. Aber ich hatte kein Eisen, Mann, ey. Ja, die halten sich ein bisschen zurück, ey. Ich check mal, ob es hier woanders abgeht. Hier, Junge, hier oben. Der ist auch auf einer Mission. Hier geht's auch ab. Oh, jetzt, 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 jetzt. Mann, ich will sie wieder gekillt werden. Ich sag ehrlich, ey. Die Rache. Okay. Was hier, was hier? Lass hier gucken.
Was geht hier gerade ab, Leute? Hier, der hat einen Eisengolem. Ist sehr, sehr strong. Oh, das ist aber High Risk, was der... Oh, es ist alles runtergefallen, der Arme. Kein Eisen bekommen, ist das scheiße. Hier. Mann, der will, ne? Der will den wegkritten. Ich sag aber ehrlich, mit Dia-Axt, Alter. Das ist auch diese Two-Shot-Experience halt, ne? Der ist mit zwei Hits weg. Ich meine, der hat eine Goldbrustplatte, das bringt nichts. Oh, jetzt ist der will. Jetzt geht's ab! Oh mein Gott. Ja, easy class, der hat halt Schild. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Oh, Big Hit. Ja, okay, der ist weg. Ne, oh, wobei weiß ich nicht. Das war ein Baba-Hit. Oh mein Gott, was machen die? Ja! Oh, der hat sich gesaved. Ach, der hat doch Netherite-Schuhe. Das check ich jetzt erst. Das ist natürlich gar nicht so unkrass. Oh, jetzt, ja, der ist weg. Oh, da ist er weg. Okay, crazy. Mein Killer wurde eliminiert. Okay, was geht hier ab? 51 Leute noch, exakt die Hälfte leben jetzt. Die equippen sich halt langsam hier hoch. Ne? Die haben sich hochgesteckt und equippen sich jetzt hier. Das ist schon gar nicht so blade. Oh, hier geht's jetzt ab. Oh mein Gott. Der hat Bedrock-Block. Ja, oh, die wissen auch nicht. Ich sag mal Risk-Taken. Du kannst eh da landen, hier auf dem Block. Der hier. Oh, die aber auch, ne? Oh Gott, jetzt. Und die da hinten, beide aber, ne? Ich fange beide ein. Der macht hier komplett an auf chillig. Der baut sich hier wirklich eine komplette Villager-Trader-Farm halb. Der hier aber auch, ne? Alle stehen wirklich Block an Block. Ein Kill ist aber schon auch big irgendwo, ne? Dann hast du halt den Platz auch. Die ist wirklich hier komplett am chillen. Oh, Bruder! Das war knapp. Aber er hätte sich mit Elytra eh saven können ins Wasser, aber trotzdem. Ich sag Full Attack und save mit Elytra ins Wasser. Aber er hat halt keine Rüstung, ne? Nur ein Creeper-Kopf, weil der bringt ja keinen Rüstungswert. Hier ist crazy. Hier sind anscheinend schon eine Menge Leute gestorben. Ich glaube, Mitte waren auch die undankbaren Slots, glaube ich. Sage ich ehrlich auch. Was macht unser... Ich bin halt... Ey, guck mal, alle sind raus. Alle mit zwei Kills sind raus. Ich bin der Einzige. Mann, ey. Ujo, ich hab's gesehen. Die Lytra zu spät gezündet. Und damit der Kill für Etnix. Oh, Mann, ey. Ja, okay, hier geht aber gar nicht so viel. Wir gucken uns mal noch andere Spots an. Der hat eine Panda, der da rumrollt. Was ist das denn? Okay, was haben wir hier noch? Ey, das sieht schon sehr, sehr geil aus, die Map. Guckt euch das mal an. Ne? Das ist schon verdammt cool. Da ist irgendwie... Ah, der hat einen Mob-Spawn. Da ist aber kein Mob drin. Bringt ihm also nichts. Okay, check. Noch 47. Jetzt das Sterben halt langsam. Ne? Die Leute halten sich jetzt zurück. Nichts mehr riskieren. Aha, der hat sich vor real ein komplettes Haus gebaut. Rabauke ist aber anscheinend schon tot, leider. So, hier. Boah, hier. Das wird jetzt gleich was. Traut er sich? Aber ist schon ein High-Jump. Ist ein Free-Kill. Mit der Armbrust. Er hat keinen. Oh mein Gott, er traut sich. Okay, RK hat falsch. RK leider kein Kill. Aber der muss dick low sein, weil das war eine Menge Blöcke und er hat wenig Rüstung. Okay, crazy. Der hat Wasser. Ein paar Mets hat Wasser einmal. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Die stehen sich immer noch Tür an Tür. Aber war die Tür nicht vorher noch auf der anderen Seite? Okay, weiterer Kill. Aber ich weiß nicht, wo der gefallen ist. 45 Leute jetzt noch. Hier in der Ecke sind auch alle tot schon, ne? Hier. Boah, hier muss der Kill gerade gefallen sein. Liegen eine Menge Items. Bruder, ich dachte kurz, dass ich das bin. Okay, aber der hat eine Netherite-Axt. Ja, wisst ihr, wie der einen wegkrittet, Alter? Oh, hier. Und die ist da aber... Ja, ja, nee, sie, glaube ich. Der hat hier so ein Editor im Kopf. Oh. Der will sich von hinten anpirschen. Und da ist Chaosflo, der Melonenkopf. Der Kakakero, Alter. Der ist ja aber auch sich am Base bauen, hat auch stabile Rüstung schon, aber hat auch einen wilden Skin irgendwie, ne, mit Handschuhen oder so. 44 Leute, weitere Person gestorben. Lebt denn Easy Class noch, der meinen Killer gekillt hat? Ja, der lebt noch, aber ich check gar nicht, wo der ist. Der muss hier unten sein eigentlich, oder? Ah, hier ist er. Okay, der farmt sich jetzt einfach hoch. Hat halt sehr schlechte Rüstung, ne? Ich hatte ja schon bessere Rüstung und ich war ja nicht so lange gespielt. Stirbt aber, jetzt sterben die Leute sehr langsam, ne? Alle sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, ab einem bestimmten Level werden wir die Border mal aktivieren. Da muss man halt dann sich auch eher in die Mitte pirschen. Aber die in der Mitte sind ein Vorteil. Aber ich sag ehrlich, am Anfang hatten sie auch einen Nachteil. Also das gleicht sich da ein bisschen aus. Was haben wir hier? Der hat sich wirklich eine komplette Baba-Butzenbude gebaut, Alter. Der ist crazy. Einer ist gestorben. Etnix ist gestorben. Nee, Etnix hat einen Kill gemacht. Oh, Etnix, das ist doch... Den hatten wir doch vorhin schon. Der war hier irgendwo. Der hat hier vorhin schon... Ja, hier. Der hat vorhin schon ihren Kill gemacht. Und der will den nächsten. Der ist heiß auf Kill. Und der failt komplett. Das war diese andere Trap hier, Junge. Du hast so Glück gehabt, Deadpool. Du wärst fast gestorben. Das ist, glaube ich, nicht mal gemerkt. Das ist crazy. Was steht hier drauf? Bitte nicht. Ah, weiß ich nicht. Ey, du wirst aber früher oder später hier eh weg müssen, wenn die Border. Du bist ziemlich krass am Rand. 41 noch, ne?
Es wird langsam. Ah, hier, Modio, hier ist er, der Entwickler. Ja, Merlin, er lebt noch. Ist ein Entwickler aus unserem Team. Also nicht der Entwickler aus der Runde hier, das ist Schummel, aber der Entwickler von Armor++ kennt ihr bestimmt. Falls ihr Armor++ nicht kennt, dann checkt mal die Minecraft Marketplace ab. Übrigens könnt ihr gern euch holen, wenn ihr möchtet. Da habt ihr, ich glaube, 100, ich sag mal 100, ich weiß nicht, ja genau, 100 Rüstung in der Bedrock-Edition, in verschiedensten Superfähigkeiten, das ist ganz geil gemacht. Gebt einfach mal beim Marketplace Banks ein. Warum mich als erstes gekillt? Ja, es tut mir leid, Weltgamer, du warst einfach neben mir, der Nähe ist. Mann, ist der einen Dreizack bekommen hat, ne? Ich hätte so viel Moves pullen können, dass du überleben, aber man ist dann in der Stresssituation auch. Ist ja hier auch ungewohnt. Auf sowas kannst du dich ja hier nicht vorbereiten. Okay. Oh mein Gott, es geht ab! Modio mit der Attacke. Ganz wilder Skin hier auch von Chris Baum. Er will auf jeden Fall. Und jetzt oh mein Gott, oh, er hat sich gesaved. Oh mein Gott, ist der geplatzt. Okay, ist krass. Ja, okay, check. Okay. 38, jetzt sind da aber viele gestorben. Ich hab's gar nicht gecheckt. Hier haben wir den Leo. Wo sind denn noch Leute nah beieinander? Weil es ist halt schon, ne, es ist schon langsam. Hier bei dieser Tür gab's halt auch einen Kill. Hier bei dieser Türwand, hier ist einer gestorben. Der Türkonflikt wurde, und der hier ist gestorben, das erkenne ich an den Köpfen, weil jeder kann seine eigenen Köpfe ziehen. Und der hat den Kopf auf und das wird er eher nur machen, wenn es sein Kopf ist. Das heißt, die Person hier hat gewonnen und die Person hier ist tot. Deswegen liegen ja auch die Items. Ist meine Vermutung. Aber jetzt wartet schon der Nächste. Der hier macht auch, ey, brutal. Nee, hier ist gar keiner. Hä, echt nicht? Was steht hier? Yannis Base, der Arbeiter. Lebt Yannis noch? Das, nee, das könnte Yannis sein. Hier geht's jetzt ab, Leute. Der hat aber, wie kann man so schlechte Ausrüstung haben nach so viel Items? Ne? Ich hatte anscheinend übel Glück auch. Hat mir meine Dollys gebracht. Irgendeiner hat ein Horn, oder? Alter, die sind so scharf hier auf den Kill, ne? 38 Leute, keiner seitdem gestorben. Ja gut, der ist halt auf der sicheren Seite. Der hat hinter sich Blöcke. Der ist hier halt risky. Wenn er springt, ist er tot. Oh, Bruder, Alter. Du kannst den da nicht holen. Du musst dich hochbauen, auf ihn draufspringen. So ist schwierig. Ja. Okay, das hier wird nicht viel passieren. Der wird nicht angreifen. Das wäre doof. Wir gucken mal weiter, was es hier noch so für Konflikte gibt. Der macht sich hier aber ganz komische Sachen. Der hat hier, glaube ich, wirklich die größte connected Base von allen. Das müssen irgendwie 4 Spieler gewesen sein oder so. Ist hier Jamelo, meine kleine süße Maus, meine Jamelo Maus. Wäre geil, wenn der jetzt Jamelo heißen würde, ne? Mau. So, sie hat sich jetzt inzwischen ein bisschen vorgetraut, aber immer noch sehr, sehr defensiv. Aber das ist ja auch eine Taktik, klar. Aber Kills bringen halt auch Loot, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Der hat sich hier wirklich, hier geht's safe gleich ab. Wenn das connected ist, geht's ab. Hat wer Elytra von denen? Okay, welche? Ja, der hat aber viel bessere Rüstung. Seid ihr einfach drauf. Bruder, er hat keine Brustplatte. Außer er hat keine Waffe. Das sehe ich jetzt natürlich nicht. Holzschwert. Ah, okay. Boah. Holzschwert schon sehr bad, muss man sagen. Guck mal, da sind Doden und da sind die Lebenden. Es leben echt nur noch relativ wenig. Oh, jetzt, es geht ab. Er hat ein Schild. Der kann Tote biosen. Er hat keine Axt, der andere. Gauner-Fan weiß gar nicht, was passiert. Nee, der ist komplett verloren. Ey, der macht das so gut mit dem Schild. Ja, weil er keine Axt hat, ne? Oh mein Gott, das ist der Überkill für ihn. Der hat so viel Loot jetzt. Der hat Netherite-Helm. Boom, Hose. Okay, Brustplatte ist anscheinend... Elytra, Bruder, Elytra. Dia-Schuhe, da liegt noch so viel Loot. Netherite-Schuhe, Eisenhose. Elytra. Er checkt nicht, dass da eine Elytra liegt, glaube ich. Oh mein Gott, das war so ein Money-Kill. Aber er hat es auch stark gespielt mit dem Schild. Da muss man schon sagen, es war nicht schlecht. Okay, Big. Okay, jetzt hat er guten Loot, ey. Jetzt schon stabil. Elytra halt sehr, sehr big, weil du kannst dich aus der Luft schnell retten und hier auf Obsidian fliegen halt, ne? Oder Wasser sogar. Also das ist schon sehr, sehr wertvoll. Auch wenn der eine, den wir schon am Anfang beobachtet haben, da reingefailt hat, aber... Okay, 35. Das war der einzige Kill, der seitdem gefallen ist. Ich würde sagen, wir geben den Leuten noch 5 Minuten und dann beginnen wir langsam, die Border zu schrumpfen. Okay, 33. Jetzt sind 3 Leute gestorben. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Oh, man, ey. Wo geht das ab, Leute? Was macht der für Moves? Ich glaube, der ist selbst überfordert, was der da macht. Und der, Junge, was hat der für eine Rüstung? Da geht's doch ab, oder? Nee, das ist ein Villager. Der hat halt sehr krassen Loot, ne? Durch den Kill halt auch. Aber das ist auch klar, Kills sollen ja auch belohnt werden. Ja, die sind hier halt schon, aber das wird, also der wird nicht in einem Fight gehen. Ich denke, das ist unspektakulär. Die tanzen die hier immer noch? Nee, hier wurde ein Kill gemacht. Erinnert ihr euch? Das waren die, die sich so angeglotzt haben die ganze Zeit.
Und er ist der Sieger, das ist der, der von hier kam. Das erinnere ich, der hat so einen Schnurrbart und so. Dann hat, nee, dachte, der lebt hier noch. Ah, yo, das hab ich jetzt erst gecheckt. Der ist doch nicht entschieden, der campt da drin. Der hat keine Spitzhacke, Junge, der hat so Kackloot, ne? Aber der Schildkröten ist gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, wo haben wir noch Leute, 31 weitere Leute gestorben. Der ist da irgendwie nichts. Hier oben, Mr. X. Stabile Rüstung. Noch einer in Lava gestorben. Keiner hat bisher mehr als 3 Kills, ne? Hier brennt einer, stirbt der? Warum brennt er? Cannon muss ihn angezündet haben irgendwie, aber ich check gar nicht wie. Der wird Überschaden jetzt kriegen. Also der hat einen. Na okay, der ist One-Shot jetzt. Ach, der hat einen Lava-Eimer! Ja, okay, Lava-Eimer ist Todes-OP, Alter. Ja, das war's. Ja, das ist, da hast du keine Chance, Alter. Da hast du gar keine Chance gegen. Lava-Eimer ist crazy. Er hat aber Cannon 4 Kills. Das zählt nämlich, glaube ich, als Kill nicht, oder? Hat es als Kill gezählt? Nee, hat nicht als Kill gezählt. Das heißt, Cannon eigentlich auf 4 hoch, ne? Eigentlich der Spitzenreiter jetzt, dieser Kollege hier. 28 Leute noch, ne? Hier geht's halt auch ab, ne? Hier ist wirklich dieses. Guckt euch an. Ist das krank. Ey, der liebt das sehr gefährlich, ne? Ein Hit und der ist in Lava. Da gehört nichts dazu. Ich würde hinter ihm Blocker bauen, ihn Rücken schlagen. Aber auch gefährlich, ne? Noch einer, 27, es wird immer weniger. Oh, Cinder hat einen Kill. Nee, Cinder ist tot, Team Rot hat einen Kill gemacht. Team Rot weiß ja auch nicht, wo der steht. Aber ich will eigentlich hier bleiben, weil ich denke, hier geht das gleich ab. Okay, der hat da eine Mission. Aber er hat keine Spitzhacke, leider. Einer hat geschrieben, ich habe Fivey. Cool. What? Also. Einer ist nochmal gestorben. Jackie wurde killed von Kakakero. Da weiß ich genau, wo der ist. Hier. Alter, ich habe aber schon krasse Erinnerungen auch. Ey, der hat so OP-Loot jetzt, ne? Netherite-Schwert, Netherite-Axt, Netherite-Schuhe. Also, Kollege, willst du das nicht auch sagen? Eisenbrustplatte, Dia-Helm. Okay, Hose ist noch Banane, ne? Aber... Dia Spitzhacke. Könnte auch entscheidend werden, wie wir. Bruder, was macht der? Wieso kann der in der Luft laufen? Okay, das wird doch nicht. Ich stelle das nicht in Frage, ehrlich gesagt. Boah, Leute. Nicht vergessen, wenn ihr beim nächsten Video dabei sein wollt, dann Mitglied werden. Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach hier auf YouTube machen. Und dann auf meinen Discord join. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und dann einfach dort den Anweisungen folgen, ne, was da geschrieben steht. Einfach nachmachen. Und dann könnt ihr hier beim nächsten Video auch dabei sein. Oh, da hat der Play gemacht mit dem Lava-Eimer. Der stand zu lang drin, hat zu schlechte Rüstung. Der ist tot. Wird mich überraschen, wenn er überlebt. Das tickt jetzt so. Ach, er hat Essen. Ah, okay, Essen mit Essensregeneration. Ja, nee, er wird sogar überleben mit Essen, glaube ich. Aber knapp. Ja, okay, doch nicht. Alter Schwede, das war ein Play. Boah, mit dem Lava-Eimer. Das hat er schon stark gemacht. Check. Oh, einer mit 3 Kills gestorben auch. Das war, glaube ich, sogar der gerade, ne? Kann das sein? Boah, schade. Eisengolem ist eigentlich überbig. Wie kann man den hier stehen lassen? Der gibt so 4 Eisen ungefähr. Der wurde auch ein Kill. Ach, hier ist der Team Rot, das wir vorhin gelesen haben. 23 Leute noch, ne? Echt nur noch ganz, ganz wenige. Alle, die jetzt, fast alle, die jetzt noch leben, haben Kills gemacht. Ich glaube, Real Talk, es gibt ganz, ganz wenig Personen, nur die keinen Kill gemacht haben. Ich glaube, so Personen, die sich eingekämmt haben. Der hier zum Beispiel. Ach, hier sehe ich die Kills. Guckt mal. Easy Class hat 3. Cannon hat 3. Das ist ja, den wir beobachtet haben, viel. Okay, ansonsten, ja, es haben schon viele Null-Kills noch, ey, ne? Ich dachte gar nicht, aber doch, doch, doch. Viele Eien auch. Okay, check. Okay, 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 okay. Leader einfach, ey, wie cool. Team Rabauke. Also kurz überlegen, ob ich ihnen eine Sache droppe, aber das ist ja unfair. Oh, hier wird es aber gleich einen Fight geben und das hat der nicht auf dem Schirm. Easy Class kommt nämlich. Aber der ist auch fett am Laggen, Alter, ne? Der hat irgendwelche Internetprobleme, glaube ich auch. Oh mein Gott, Team Rabauke weiß. Ey, Leader, dreh dich um. Also nicht Leader, aber oh mein Gott, der checkt nichts. Das war der einfachste Kill des Jahrhunderts. Angepirscht und damit ist Easy Class mit 4 Kills der Spitzenreiter. Okay, der Kill wurde ihm nicht zugerechnet. Cannon und, also das wird wahrscheinlich viel mehr Kills geben, die aber gar nicht halt zugedingst sind, ne? Also die nicht zugewiesen wurden. Aber wir haben Cannon und Easy Class jetzt 4, auch wenn nur 3 dasteht. Crazy, crazy, crazy. Okay, hier bahnt sich auch was an. Oh mein Gott! TNT ist big. Er hat Übermüllrüstung. Guck dich das mal an. Also der wird den also rein PvP. Oh, au, au, ja, wir wollen es anzünden. Das war übel knapp. Aber hier geht's auch ab. Was ist hier denn los? Hier geht's Prime ab sogar. Lebt denn unser Modu noch? Modu, Modu, Modu. Hier ist das Modu. Warte, ich kann ja hier gucken. Ah, Modu hat's leider erwischt, ey. Haben wir nicht auf Band gehabt. Schade. Wahrscheinlich durch ihn hier, ne? Durch den Kollegen. 20 Leute noch, ey. Warte mal, wo war hier der Fight? Hier, hier. Oh nee, das wurde der gemacht. Ich habe nicht auf Band gehabt, weil ich Fenster zumachen muss. Dem Mann, ey. Hükchen. Hükchen auch mit dem Kill. 2 Kills auch auf dem Tacho, ey. Magic hat er wahrscheinlich gekillt. Stand da zumindest auf dem Schild.
Wo geht's noch ab? Hier gucken viele zu. Hier geht's, glaube ich, gleich ab. Oh, ja, ja, ja. Zwei Schwerter bringen nichts. Aber yo, aber von hinten kommt einer an. Ein NPC, ein dritter. Also nicht ein NPC, aber so ein dritter. Mr. X! Nein, Easy Class failed! Ja, iss mal lieber den Apfel, Alter. Okay, er hat Goldapfel. Das heißt, er ist jetzt wieder voll. Aber er hat schlechte Rüstung dafür, dass er... Der mischt sich jetzt hier nicht ein, oder was? Der ist komplett raus. Mr. X gegen Easy Class. Oh mein Gott. Oh, Easy... Mit dem Wort MLG rausgerettet. Boah, das war aber allerletzte Eisenbahn. Holy moly. Und jetzt bleiben die hier übrig. Der hat eine Armbrust und der hat auch einen Pfeil. Der hat die geladen. Hier hinten, was geht hier? Hier werden auch Moves gepult, glaube ich. Nee, der versucht irgendwas abzubauen. Okay. Ja, hier geht's jetzt ab. Ne? Wir müssen hier dranbleiben. Oh Gott. Ja, der ist safe hier eigentlich. Und der hat viel bessere Rüstung. Also viel, viel bessere. Boah! Okay, big. Netherite-Schwert eigentlich mitnehmen. Wer ist ihr? Niklas B., wo kommt er plötzlich her? Okay. Boah, so ein Respawn-Anker ist aber auch eklig, ne? Okay, es sind noch 18 Stück, ne? Es sind ganz, ganz viele. Hier oben, Dreizack auch, okay. Ich habe gerade Schaden gehört. Hier brennt jemand. Warum brennt der? Das ist Kaka Carol, den kennen wir doch. Okay, keine Ahnung, der gebrannt hat. Okay, hier geht aber auch nicht viel. Hier geht auch nicht viel. Hier, hier geht jetzt gleich was. Hier ist nämlich die Connection auch da. Hier kann man hinlaufen bis dahin. Aber der hat da halt einen... Also der campt hier halt mit Lava-Eimer, glaube ich. Also wenn du da drauf rennst, hast du ein Problem. Da hinten ist auch einer, das ist auch connected, aber auch schwer anzugreifen hier. Die World Border verkleinert sich gleich. Ja, jetzt alle, die am Rand sind. Wer ist denn am Rand? Da wird bald was kleiner, seht ihr? 10 Blöcke jetzt. Wer ist am Rand? Wer hat jetzt ein Problem? Er. Und er hat ein Prime-Problem. Aber sie hat auch ein Problem. Okay, Border hat aufgehört, kleiner zu werden. Das heißt, jetzt ist er erstmal nochmal safe, aber ist keiner gestorben durch die Border, immer noch 18. Aber er muss da weg. Er muss da weg. Aber sie hat besseren Stuff. Prime besseren Stuff. Sogar Netherite-Brustplatte gegen ohne Brustplatte. Aber sie hat da die ganze Zeit gecampt. Aber er muss da jetzt was machen. Weil wenn die Border jetzt gleich wieder kleiner wird, dann hat er wirklich ein Problem. Er wartet, bis sie ja drüber rennt und dann Armbrust into Lava kickt. Aber sie hat die ganze Zeit da gecampt. Sie wird hier weiter campen, glaube ich. Oh, ich würde so gern das Ding runter machen und ihn trollen, ne? Er wird sogar im Wasser fallen vielleicht. Das wäre so lustig, ne? Keiner gestorben. Okay, wir beobachten das hier weiter. Ich gucke gerade, ob es irgendwo noch am Rand... Wir machen schnell Durchlauf. Ich gucke mal ganz kurz, ob es noch woanders jemanden gibt. Am Rand. Nee, das ist die einzige Rand-Action. Das hier ist die einzige Rand-Action. Beide aber auch. Wobei, sie könnte ja wegrennen, aber sie hat Angst halt. Ne? Das ist klar, check ich. Khazar Faun gegen... Deadpool. Okay, check. Wird hier sonst noch irgendwo anders gekämpft. Nicht, dass wir hier einen Kampf verpassen. Hier bahnt sich was an. Da bahnt sich was an! Aber Niklas B. hat's gecheckt. Aber er hat Über-Shit-Rüstung, der Arme. Oh mein Gott, Niklas, Pulten-Move. Aber zum nächsten Gegner. Nein, er geht zur nächsten Insel. Boah. Das war big. Okay, wir gehen schnell wieder hier zurück. Hier hat sich nichts getan in der Zwischenzeit. Check. Boah, das war crazy, was er gesehen hat. Holy moly, Alter. Es hat auch Stresssituationen, ne? Dass du dann so abzuliefern, ist schon nicht schlecht, Alter. Weil klar, jetzt so beim Zugucken ist klar, aber er war ja gerade da quasi, er war kurz davor zu sterben. Ich meine, der hat ja auch Übermüllrüstung. Der ist mit 3 jetzt tot, ne? Also ich würde von der... Einer ist gestorben! Easy Class wurde gekillt von Team Rot. Wo ist denn Team Rot? Das war hier relativ in der Mitte, oder? Oh, Easy Class, ey. Ja, Team Rot. Warte mal, das war hier irgendwo, ne? Ist er Team Rot? Oh, er hat aber auch schlechte Rüstung, holy moly. Boah, der hat aber auch stacked. Okay, ich weiß nicht, ob wir Team Rot jetzt hier finden auf die Schnelle, weil der war hier irgendwo in der Mitte, ich weiß das. Der hat auch vorhin schon einen Kill gemacht, aber finde ich jetzt nicht. Boah, der wird kleiner. Jetzt haben die hier ein Problem. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Oh, das hat er gepult, Alter. Bruder, aber weiter. Okay, der hat sich wirklich komplett den Arsch gerettet mit dem Bogenschuss. Armbrustschuss, meine ich. Das war big gemacht. Aber er kriegt jetzt halt leider den Loot nicht, ne? Sie hat ja viel... Sie lebt noch! Ich hab Scheiße gelabert! Aber sie hat jetzt hier big ein Problem, ne? Oh mein Gott, sie hat sich ins Wasser gesaved an der Border? Digga. Okay, sie kann noch gewinnen. Sie hat starke Rüstung, ne? Das war strong, Alter. Holy moly, ey. Das war nicht schlecht. Okay, aber sie hat ja jetzt ein Problem, ne? Sie wird nicht schnell genug Blöcke... Na, wobei, doch, weiß man nicht. Sie kann halt die Blöcke hier abbauen. Ah, ich würde mich nicht hochbauen. Ich würde versuchen, hier ranzukommen. Ich gewinne. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Weil hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Ich würde mich hier ranbauen. Ich würde die Blöcke hier abbauen. Abbauen. Du musst die Holzblöcke abbauen. Und dann... Ja, du hast auch einen Stamm. Und dann hier gerade. Nicht da hoch. Nein. Das schaffst du nicht. Du brauchst so viele Blöcke dafür. Oh, ich weiß nicht. Ich darf aber keine Tipps geben, ne? Aber es wäre viel klüger, die Holzblöcke abbauen. Stamm sind nochmal 4. Das heißt, sie hat 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke.
Das wäre fast schon der Weg bis hier. Und von hier stehen ja alle Türen offener. Dann ist sie auch von der Border erstmal sicher. Sie kann sich hierhin connecten, ist am Prime in der Mitte. Sie wählt eine andere Taktik. Und da weiß ich nicht, ob das klappt. 15 Leute noch. Einer ist verbrannt, Mad Jack. Da haben wir den Namen sogar schon gelesen. Hier wird wieder illegale Musik abgespielt von Kaka Kero. Oh, boah, der verkleinert sich. Wer ist am Rand? Sie. Hier, schnell hin. Wo ist sie? Er ist jetzt wirklich hochgeschafft. Es fehlt ein Block. Was? Oh mein Gott. Ist das unlucky? Das war's. Alter, es war so knapp, das war auch die falsche Taktik, ne? Wir müssen sie killen, sie ist außerhalb der Border. Es tut mir leid. Boom. Boah. Die Arme, ne? Haben wir noch einen außerhalb der Border, der hier rumsteht? Auf illegaler Basis? Hier sind eine Million Villager, Alter. Crazy. 13 Stück noch. Noch einer ist gestorben, aber ohne Zutun. Na doch, safe mit Zutun, ne? Es wäre nicht in Lava gefallen, aber. Ich check nicht wo, ne? Ey, bin runtergefallen. Okay, er ist doch einfach runtergefallen, wie unlucky. Was macht er? Puki, okay. Aber immer noch sehr. Ja, aber geht. Eigentlich okay, Rüstung. Oh mein Gott, er pullt Moves. Okay. Aber ich weiß nicht ganz, warum er das jetzt gemacht hat. Oh Gott, da. Hat er es gecheckt? Ja, okay, er hat gecheckt, dass jemand kommt. Das ist Cannon, einer der Favoriten, würde ich sagen. Mit Kaga Kero zusammen, Alter. Ach, der hat dieses neue Item, diese Windhose. Hä, wie cool. Er hat nicht aufgepasst. Elytra. Aber kein Safe. Boah, okay. Big. Alter, der hat dieses Wind. Oh mein Gott, da campt einer unten. Bruder, woher? Ich hab's gar nicht gesehen. Aber der hat auch, naja, okay, Lederhose, weiß ich nicht. Aber er kann sich eigentlich runtergraben und auf Kill gehen. Ne? Das ist eigentlich das safest Ding. Okay, wen haben wir hier noch? Hügchen. Boah, auch nicht schlecht. Er hat halt keine Brustplatte, ne? Er ist auch so. Er wird in einem richtigen Kampf wieder verkocken, ne? Hier geht's ab. Nee, hä? Bin ich gerade dumm? Ja, da hat gerade jemand Schaden bekommen. Oh mein Gott, Border kleiner. Aber es betrifft, glaube ich, niemanden. Die sind alle sehr zentral. Einer ist verbrannt. Icy Dragon. Aber der war noch gar nicht auf dem Schirm. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen, oder? Okay, das. Es sind nur noch 10 Spieler. Es sind halt sehr, sehr wenige nur noch, ne? Eins. Zwei. Dann haben wir hier einen, der hier unten drin campt. Hier, den. Drei. Vier. Oh Gott, hier wird gefightet. Fünf, sechs. Kaka Kero. Ja, der ist tot, oder? Der hat zu viel getankt. Ja, mit Essensregeneration. Er ist tot. Kaka Kero. Überlebt er? Der hat kein Essen mehr. Oh. Es tickt. Tick. 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 Oh, überlebt, Alter. Okay, weiterer Kill für ihn, ne? Crazy. Er liegt jetzt halt Loot, ne? Den sollte er schon holen. Gibt es irgendwas, was man gebraucht? Lava-Eimer. Elytra. TNT. Also hier liegt auf jeden Fall Stuff, den er sich holt. Essen auch. Checkt er das? Er ist schon hingelaufen, ne? Nee. Er checkt nicht, dass er den Loot holen muss. Wo ist er denn überhaupt? Ja, ich habe den Todes aus den Augen verloren. Aber hier drin ist er nicht. Nee. Wo ist er hingesprintet? Oder ist er gestorben? Nee, er lebt noch. Ah, hier ist er. Er muss den Loot holen. Okay, macht er nicht. Egal. Hier ist der nächste. Hier ist der nächste Fight. 9 Spieler noch. World Border verkleinert sich weiter. Hier ist auch noch einer. Hier ist einer. Da ist einer. Dann hier hinten ist irgendwo auch noch einer. Holt er den Loot jetzt? Nee. Loot ist ja gleich aus der Border auch raus. Okay. Check. Hier ist einer, da ist einer. Okay. 9 Spieler. Hier, der hat jetzt halt Stress, ne? Okay, wer ist unser Favorit, Leute? Ich sag Kaka Hero oder Cannon. Einer von den beiden. Na, der hat Übermüllstuff hier, ne? Der Arme. Aber der hat wahrscheinlich auch keine Kills gemacht. Hier unten, ja, das ist der vorhin so crazy mit Elytra rumgeflogen ist. Genau. Der muss jetzt halt irgendwie wieder hochkommen. Das ist ein bisschen sein Problem. Und die Border wird für ihn ein Problem. Haben mich gerade doch 8 gelebt? Wieso leben wieder 9? Hier ist der Autocrafter. Irgendwie lustig, ey. Wir spielen halt neueste Minecraft-Version. Da kannst du automatisch Crafting-Rezepte mit ausführen. Habe ich ja nie benutzt, das Ding. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall gibt. Geil. Okay. Boah, der wird noch kleiner. Sie ist jetzt halt schon relativ klein. Guck mal, das ist die Originalgröße gewesen. Und das ist jetzt die neue, ne? Also sie wird auch noch kleiner. Kleiner. Und immer noch kleiner. Jetzt, das ist die neue Größe. Das ist schon klein, ne? Guck ich das mal an. Er wurde von einem Spektralfall getroffen. Hat er irgendwo gefightet. Na, er hat Stress, ja, ne? Er hat doch schlechter. Na, aber hat er schlechte Ausrüstung? Geht. Lederbrustplaude. Hier. Einer unserer Favoriten. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Die beiden Favoriten gegeneinander, oder was? Nee, okay, er zieht's zurück. Beide ziehen sich zurück. Sind sich da auch unsicher. Die sind halt so nah beieinander und merken es. Oh Gott, jetzt die Favoriten. Er will griefen. Also so spleefen. So. Oh, er kämpft mit Lava-Eimer. Beide gegenseitig, aber Cannon macht's besser.
Top 15, yippie. Ja, drauf jetzt, drauf. Der ist über... Achso, jetzt ist alles weggegrieft. Er ist über low. Er stand richtig in der Lava und der hat halt nicht full... Er hat halt Eisenhose auch und so. Also der wird low des Todes sein. Okay, aber wenn der jetzt reinsprintet, rennt er halt in Lava, ne? Oh mein Gott, Lava... Oh! Okay, aber beide gegenseitig gemacht. Boah, der wird kleiner. Aber juckt die hier beiden jetzt gerade nicht. Alter, das ist crazy. Das ist crazy. Lava-Eimer ist halt krass, ne? Lava-Eimer ist crazy. Was jetzt? Er will für den Kill gehen. Boah, aber schwer. Sehr schwer. Boah. Nicht vergessen, Leute, ne? Wenn ihr das nächste Mal mitmachen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung, einfach Mitglied werden. Easy. Ich glaube, ich blende auch beim nächsten Video alle neuen Mitglieder ein. Wir machen das irgendwie so. Das wäre, glaube ich, auch noch ganz cool. Blende ich alle Namen ein. Kann ich natürlich bei dem Video jetzt nicht machen, ne? Weil das ist ja klar. Geht ja erst on und dann könnt ihr Mitglied werden. Also ihr könnt auch vorher Mitglied werden. Das wäre dann Zufall einfach. Was passiert jetzt hier? Dieses Lava-Eimer ist crazy halt, ne? Okay. 8 Leute. Redstone Buster ist gestorben. Die hatten auch noch gar nicht auf dem Schirm. Also der musste nicht, der hat nicht viel gefightet, glaube ich. Alle gucken hier zu. Checkt ihr das? Oh! Da hat er Glück gehabt. Da hat er verdammt Glück gehabt. Oh, big, big hit. Ist sein Lava-Eimer weg? Hat er den weggemacht? Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Der Feuertick ist zu heftig. Er hat gar keinen Lava-Eimer mehr, oder was? Ich glaube, er hat keinen Lava-Eimer mehr. Der ist wahrscheinlich weggemacht worden von dem anderen, ne? Das hat auch eine Mechanik. Einfach in Lava setzen, das ist ein Free-Kill. Ich denke nicht, dass er noch einen hat. Er hat nur noch den Milcheimer die ganze Zeit da. Aber das weiß er wahrscheinlich nicht. Einfach drauf, Lava-Eimer reinsetzen, wegkritten. Er kann gar nicht. Also kann gar nichts dagegen machen. Er könnte halt weggespleeft werden. Okay, ich check. Aber ja, aber das ist ein Endstein. Das ist also so ein Portalblock, dass er eh safe. Den kann, ja, und jetzt macht er genau das, was ich gesagt habe. Sehr stark, stark, stark. Und jetzt geht er in den Angriff. Ja, das war's. Kaka, Hero ist tot. Wenn er das holt, wird mich sehr überraschen. Er geht rein. Ja, das war's. Ja, ja. Boah, GG. Krass. Ist noch einer gestorben? Nee, doch nicht. Nee, ist doch gar nicht schon. Border kleiner. Pass auf, Cannon! Border! Weg. Okay. Sehr, sehr klein jetzt, ne? Man sieht es halt so schlecht, weil die Border ist jetzt rot und die Lava ist auch rot, aber hier ist schon. Das ist die Mitte, ne? Ich könnte ungefähr checken, das ist die Mitte. Das sind, keine Ahnung, 15 Blöcke in jede Richtung vielleicht. Okay. Wird irgendwo gefightet. Hier, Big. Oh, ich hab den ins Finale noch. Ah, Niklas B, das ist der sich mit der Elytra so krass gesaved hat. Hat ja den in seinem Hauscamper besiegt. Der war die ganze Zeit schon drin. Könnte aber auch noch sterben. Er tickt. Okay, ne, überlebt. Das ist klar, Big. Der hier hat Stress. Der muss. Oh, die haben beide Stress aber auch. Aber du hast sehr viel Stress. Also, weil in die Border nochmal kommen 10 Blöcke, dann bist du schon übelst am Rand. Boah, hier könnte jetzt ein Angriff folgen, ne? Weil hier. Er sieht ihn. Und er ist abgelenkt. Das ist kack, da kannst du deinen Favoriten rauskicken. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber er geht das Risiko nicht ein, er campt. Problem ist, die Border wird kleiner, das heißt, dann ist er ungefähr hier, so von der Distanz her, und dann ist er sowieso im Fight. Also dann würde ich lieber jetzt von hinten auf Luck hoffen, als zu warten und dann in einen offenen Fight zu gehen, weil der hat auch bessere Sachen, viel besser sogar. Guck mal, der hat nur Eisen und ein Dia-Piece. Der hat 2 Netherite, 2 Dia, also. Bloß er hat halt auch Spitzhacke alles, ne? Das wird der hier wahrscheinlich auch nicht haben. Ich würde angreifen, Kollege, und keine Dance-Moves hier machen. Aber ich sage, ah, hier, aber der bahnt sich was ganz anderes an. Und der hat Übermüll-Loot auch. Aber das ist alles egal, wenn du runtergebaut wirst von dem. Dann bist du trotzdem tot. Also nur, weil du bessere Ausrüstung hast und ein paar Kills gemacht hast, heißt es nicht, dass du gewinnst, ne? Aber es leben noch 6 Leute. Warte mal, das ist 1, 2. Dann haben wir hier unten 3, 4. Hier hinten ist der 5. Das ist der 5. Und wo ist der 6? Der muss ja hier sein, oder? Wo ist der 6? Hier gibt es noch irgendwo den Camper. Ist das der 6? Das ist der 6, ne? Genau, das ist der 6. Dann haben wir... 5! Hä? Cannon ist rausgeflogen! Cannon hat das Spiel verlassen. Er hat Internet weg. Nein, er war der Spitzenreiter. Absoluter Macher und sein Internet ist weg. Okay, jetzt sind die Karten wieder übel offen. Sein Loot muss doch... Anni, sein Loot wurde nicht gedroppt, wenn er nicht gestorben ist, ne? Was passiert aber, wenn er wieder joint? Er kann wieder rejoin, denke ich. Okay, wir haben besprochen, Cannon wird wiederbelebt vom Admin. Also nicht wiederbelebt, er ist ja nie gestorben. Er wird wieder... Er hatte Internetprobleme, hat wieder reingeholt. Da ist er. Er lebt wieder! Cannon ist wieder da. So, warte mal. Jetzt haut die Zahl unten nicht mehr hin, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, 7. 1, 2, 3, 4, 5... Der ist hier weg irgendwie, check ich nicht.
Oh Gott, hier brennt einer. Wo? Hier campt irgendwo einer. Ich höre das doch. So, wo ist unser Spitzenreiter? Hier, okay. Aber der hat jetzt halt ein Problem, ne? Border, der muss jetzt hier wegkommen. Was steht da auf dem Schild? Wenn du hier reinkommst, stirbst du. Okay. Das ist wohl ein Blöffer, ey. Okay, jetzt. Nach dem Internetproblem will er es wissen. Er geht rein! Okay, check. Drei Leute hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob die Zahl unten jetzt stimmt, ob es noch sechs sind oder ob er weil jetzt Dings wieder rejoint ist, ob sieben sind. Das weiß ich nicht ganz genau, aber wird er sich trauen? Nee, traut sich nicht. Aber mit der Rüstung, ey. Oh. Das ist High Risk jetzt hier aber auch. Unter ihm ist halt auch einer, ne? Jetzt wird Prime gefightet. Guck mal, da ist 1, 2, 3, 4, 5. Und den sechsten sehe ich jetzt gerade nicht. Sechste muss irgendwo. Ah, das. Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, okay, der sechste weiß ich nicht, wo der sechste ist. Ist da einer runtergefallen? Yo! Das sieht schlecht. Gefightet noch wer? Hat er hier auch gerade einen Kill gemacht? Nee. Jetzt aber! Oh mein Gott, Niklas B. Oh! Mr. X gegen Niklas B. Oh, okay, check. Vier Leute noch. Niklas B. unten. Dann haben wir ihn, Deadpool. Nummer zwei. Dann haben wir hier ihn. Ich kann die Namen manchmal so schlecht lesen. Das ist unser Canon. Ah, der sehe ich ja. Canon, Deadpool, Conchi und Niklas. Aber wo ist Conchi? Conchi ist am Camp. Ah, hier ist. Nee, das ist Niklas B. Wo ist Conchi? Der muss sich irgendwo eingebaut haben, oder? Ist er das? Ah, hier ist Conchi. Ah, check. Da sind vier Leute noch. Zwei oben, zwei unten. Check. Hier wird es jetzt gleich abgehen, glaube ich. Wenn jetzt noch einer stirbt, haben wir eine Top-Dry-Situation, ey. Ja, die oben sind halt schon irgendwie, glaube ich, besser. Ne? Das ist schon ein besseres. Also da ist halt eine bessere Stelle, sag ich mal. Boah, da wird kleiner. Da ist keiner direkt betroffen. Doch, Canon vielleicht. Doch, der ist safe betroffen. Canon, zu lang gewartet! Oh mein Gott. Oh, was ein Safe. Aber Niklas B, du bist leider. Okay, bist raus. Okay. Niklas B ist raus. Er hat sich mit Enderperle gerettet! Oh, das Back-to-Back Lava. Oh, aber das wäre der Safe des Jahrhunderts gewesen. Oh. Canon hat Niklas B rausgeschmissen. So. Jetzt haben wir noch Conchi, Canon, Deadpool. Jetzt geht er auf den nächsten. Auf Conchi. Ja, Niklas B war mit Favorit, ne? Da ist er krass reingegangen. Auch krass gesaved mit der Enderperle da nochmal, aber ja, und das war easy kill. Ciao. Tschüssi. Saved er sich? Irgendwie? Nee. Raus. Okay. 1 gegen 1, Leute. Deadpool hier oben gegen Canon hier unten. Er muss halt irgendwie hochkommen, ne? Boah, er muss auf Risk gehen. Ich würde ultra Risk gehen und schauen, dass man ihn runterschlägt. Weil im richtigen Fight wird man halt nicht gewinnen. Also du hast viel schlechtere Rüstung. Aber er hat High Ground halt, ne? High Ground schon auch Vorteil. Aber ist High Ground wirklich... Oh! Ja, das war verschwendet, der Schuss. Hätte ich vielleicht aufheben sollen. Okay. Oh, jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ganzen Spectator-Köpfe blockieren die Sicht so ein bisschen, die rumschwören. Ja, Canon hat hier keine gute Ausgangssituation von der Position her, ne? Er kann sehr leicht runtergekickt werden. Und wenn er in der Lava ist, hat instant tot, also hat Enderperle safe oder so, okay, aber. Oder Wassereimer. Ich glaube, er hat ihn Wasser. Hat er einen Wassereimer? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Oder Blockklatsch kann er auch machen, natürlich. Block platzieren einfach, wenn er runterfällt, an einen anderen Block. Okay, jetzt ist er schon mal. Nein, Canon! Was ein Fail! Ja, okay. Oh, damit hat Deadpool das Ding gewonnen. Oh mein Gott, ey. GG. Wo ist er? Wo ist mein Sieger? Ja, so sieht die Map am Ende aus, Leute. Boah, das war cool, ey. Das war echt ein sehr, sehr geiles Event. Also, hier sind sie, Leute. Guck mal, Deadpool auf der 1, Ken auf der 2 und Conchi auf der 3. Und ich sag mal, einer der Mitfavoriten war natürlich Niklas B. auf jeden Fall einer. Und wo ist denn der andere? Ich sehe den jetzt ja gerade gar nicht in der Liste, ey. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Ne? Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Vergesst nicht, Mitglied zu werden. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.